Sehr schön. Da haben wir ein mächtiges Problem. War jetzt vielleicht auch nicht so schlau, weil mir das Leben abzieht. Ja, kommt, wir fressen noch mal kurz was. Ach ja, stimmt, ich hatte ja einen umgebracht, ich erinnere mich. Ach, ich hab das ja auch. Warum mache ich denn das immer so? Ich kann doch eigentlich auch... Nein, im Gehen kann er nicht essen, schade. So, noch eins. Feini. Oh, wollte ich gar nicht mehr. Gut. Können wir noch irgendwas mit dem? Nee, das war... Der tote Cole, der wird uns nicht mehr helfen. Wir müssen noch, ich erinnere mich, wir müssen noch das Waldläuferlager finden. Und ich war mal so frei nachzulesen, wo das denn ungefähr ist. Und ich habe gelesen, das ist in der Nähe von... von Geldern. Eine Brücke nach Geldern stand da. Jetzt müssen wir bloß mal schauen. Geldern ist natürlich im Norden. Ich betätige mich mal wieder hier als Kräutertante, Kräuterhexe. Geld ist natürlich im Norden, deswegen werden wir jetzt nach Norden aufbrechen und einfach mal hoffen, dass wir irgendwann über einen Bach stoßen, über einen Flusslauf, einen Rinnsal, ein, weiß ich nicht, irgendwas halt, wo halt eine kleine Brücke oder ein Steg drüber führen muss. Ich hoffe, ihr seht es mir nach, dass ich jetzt mal nachgelesen habe, aber es ist ja auch langweilig, wenn ich so nach denen suche und es einfach nicht finde, ums Verrecken. Oh, halt. Der hat ja noch was für uns. Warum hackt es eigentlich so hier? Oh, Steinwurzel ist gut. Steinwurzel brauchen wir ja. Wieso habe ich eigentlich die ganzen Snapper liegen gelassen? Die verrotten doch. Naja, gut. Hier ist schon mal was zum... Oh ja, da drüben ist eine Brücke. Das gefällt. War ich ja nicht... Doch, hier war ich doch in der letzten Aufnahmesession schon und habe gesagt, das kommt mir bekannt vor. Hier ist doch bestimmt das Lager der Waldläufer. Ich habe jetzt übrigens nicht auf Speichern gedrückt. Irgendwie hackt das Spiel gerade wieder gewaltig rum. Ja, dann werden wir einfach mal hier dem Weg folgen. Vielleicht stoßen wir ja doch auf die hier. Und ich bin einfach zu dumm gewesen, einfach mal richtig zu gucken. Wer weiß. Genau, ich glaube, ich habe hier die Hütte gesehen. Und das war für mich schon Anzeichen genug, dass hier nichts ist. Aber ich sehe schon, ich habe bloß schief hingeguckt. Meine Güte, das ist halt aber mal wieder irgendwie... Ja, Waldläufer, sehr schön. Aber im Hintergrund dieses Gehacke, das ist, also ich weiß nicht, ob da im Hintergrund wieder irgendwas abläuft, aber eigentlich dürfte nichts. Ja, ja, ich will doch gar nichts von dir, ich will doch die Dingens da, die Goblinbäre. Du hast doch sicher noch was zu erledigen. Ja, meine Frage danach, was für Sachen im Hintergrund liefen, hat sich soeben geklärt, weil mein Laptop einfach während der Aufnahme auf die Idee kam, neue Updates zu installieren und sich neu zu starten. Ja, mitten in der Aufnahme, ganz wundervoll. Der Verantwortliche wurde soeben hingerichtet, es wird nicht wieder vorkommen. Ich finde übrigens auch sehr schön, weil ich jetzt, ich musste es nochmal ein bisschen nachspielen, ne? Also das letzte Mal hatte ich ja oben bei den Rebellen gespeichert. Finde auch sehr schön hier dieses kleine... diese beiden Grabsteine hier mit Holzschild und Schwert dabei. Finde ich irgendwie knuffig, aber die haben leider keine Namen. Habe ich glaube ich auch schon mal erwähnt, in Gothic 2 haben die Entwickler sich ja auf Grabsteinen verewigt, die auf ganz Korinnes verteilt waren. Sammeln wir mal mit ein, kann ja nicht schaden. So, und jetzt aber wieder hin zu den... Hallo, geht's noch? Sollte doch mittlerweile mal gut sein, ne? Jetzt aber wieder hin zu den... Waldläufern. Ja, danke. Wieder hin zu den Waldläufern wollte ich sagen, die ja groß rumgetönt haben hier, also der erste zumindest. Was willst du? Das ist sicher noch was zu tun. Stör mich nicht. Erstmal Pause machen. Hast du nichts zu tun? Kümmer dich besser um deinen Kram. Ich ruhe mich ein wenig. Du hast doch sicher noch was zu erledigen. Schön, wie sie alle rumschreien, ne? Aber gut, was soll's. Der einzige mal wieder, das war von, wie ihr es jetzt leider, also wie ich es schon mal gesagt habe, wie ihr es jetzt leider aber nicht hören konntest, weil es diesen Teil der Aufnahme zerschossen hat, dank des Runterfahrens mitten in der Aufnahme. Die Waldläufer sind flach wie immer, keiner mit einem extra Namen, keiner mit einer Geschichte zu erzählen, keiner mit irgendeinem Quest, das ich mal lösen könnte, außer unserem Freund, der das Ganze anführt, nämlich dem Druiden, das ist in diesem Falle Torm. Und mit diesem wollen wir jetzt reden. Du bist zu laut, du vertreibst das ganze Wild. Ich bin Torm, Druide und Krieger Adanos. Und du bist anders als die anderen.
was zu laut angeht. Nun ja, ich würde mal meine kleinen Waldläuferfreunde angucken, die hier in der Gegend rumschreien. Du hast doch sicher noch was zu tun. Und was das Krieger Adonis angeht, ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt, als wir die letzten Waldläufer und Druiden getroffen haben, aber bei uns im Rollenspiel wurde das Ganze ein bisschen anders gelöst. Da sind die Druiden keine Krieger Adonis, sondern sie sind keine Anhänger Adonis, sondern nur seiner Schöpfung. Und die großen Wesen, mit denen sie dann in direktem Kontakt stehen, im Prinzip deren Diener sie sind, sind dann Waldgeister. Ich hoffe, ich sage nichts Falsches. Das sind im Prinzip die ersten Wesen, die Adonis geschaffen hat, die alt und mächtig sind. Und wenn diese, sagen wir mal, sterben, dann zieht ihr Geist in den Druidenstein hinein, ihre Seele, um dort zu ruhen und irgendwann wiedergeboren zu werden. Und die Druiden sind dann eben die Wächter der Druidensteine und ihre direkten Diener. Fand ich ganz nett eigentlich so. Ich hoffe, ich habe jetzt wirklich keinen Unsinn erzählt. Ich stecke da nicht so sehr drin, weil ich es mir selbst nicht ausgedacht habe. Ich konnte mir aber bloß das merken, was ich mir selbst ausgedacht habe. Und das war hauptsächlich bei den Nomaden in der Wüste. Weil ich da auch der Einzige war, der sich dran gehalten hat. Gut, wollen wir mal weitermachen mit dem Spiel und wollen gleich mal auf den Krieger Adonis eingehen. Du bist Krieger Adonis. Sieh dir an, was die Tiere Beliars angerichtet haben in ihrer Gier. Kaum noch Menschen, die frei und ohne Angst leben können. Ich bin der Schrecken, der über die Orks kommen wird, wenn sie es wagen, die Wälder anzugreifen. Das ist sehr schön, aber sind die Orks nicht auch Kreaturen Adonis? Ich meine, Billa hat sie erwählt, aber hat sie nicht Adonis erschaffen? Woher glaubst du mich zu kennen? Du bist rastlos, Entscheider, ohne Heimat. Ich kenne das. Du bist wie ich. Wenn du zu lange an einem Ort bist, glaubst du, das Leben nicht mehr zu spüren. Auch du bist ein Druide, natürlich! Bring mir bei, wie ein Druide zu kämpfen. Ich weiß, wer du bist, Entscheider. Und so weiß ich auch, dass dein Weg nicht von den Göttern bestimmt wird. Wer sagt mir, dass du die Macht der Druidensteine nicht gegen uns Druiden richtest? Niemand tut das, aber warum sollte ich die Macht der Druidensteine gegen euch richten? Aber ich meine, gut, du könntest ja auch einfach die Schnauze halten und gar nicht erst was von den Druidensteinen erzählen, oder? Dann würde ich euch einfach in Ruhe lassen und fertig ist. Aber wir suchen uns natürlich mal wieder das Quest, also stell mich auf die Probe. Stell mich auf die Probe. Geh nach Geldern und überzeuge die Menschen dort an deiner Seite, gegen die Orks zu kämpfen. Nee, ich glaube nicht. Dann werde ich dich die Druidenmagie lehren, Entscheider. Nein, danke. Da wir sowieso keine Magie lernen wollen, interessiert uns das auch nicht. Aber wir können den guten Mann ja noch ein bisschen ausfragen. Erzähl mir von den Druidensteinen. Es sind die heiligen Steine Adonis. Die Quelle unseres Seins. 6 an der Zahl. 6 wie die Zahl ihrer Herren. In jedem wohnt die Kraft eines Tieres. Mein Stein ist der Stein des Snappers. Wie gesagt, wir haben das ein bisschen anders geregelt. Und ja, wir haben ja schon einen dieser Steine. Ich weiß eigentlich nicht, warum ein Druide auf die Idee kommen sollte, seinen Stein abzugeben. Aber ja, in dem Spiel ist ja sowieso einiges komisch. Und wir werden auch sehen in diesem Spiel, nicht alle Steine sind im Besitz von Druiden. Es gibt da eine Ausnahme, auf die wir noch treffen werden und die mir sehr sympathisch ist. Aber dazu kommen wir später. Zunächst einmal wollen wir uns dem aktuellen Tagesgeschehen widmen, und zwar der Zerstörung des Bauernhofes westlich von Treles. Die Orks glauben, dass du einen Bauernhof bei Treles verwüstet hast. Da haben sie auch verdammt recht. Aha. Menschen wie die Bauern, die für die Orks arbeiten, stärken ihnen nur noch den Rücken. Ich kann nicht mit ansehen, wie Menschen sich versklaven lassen, nur um ihr klägliches Dasein zu verlängern. Lieber den Tod als Lakai dieser Brut Belias. Ich werde nicht eher ruhen, bis die Saat des Bösen wieder aus unseren Wäldern verschwunden ist. Ja, Moment mal, ich mach mal kurz die Musik ein bisschen leiser, wenn das denn überhaupt geht, ich weiß es gar nicht, ich hoffe es mal. Hab ich schon. Wieso ist die noch so wahnsinnig, also bei mir ist die noch wahnsinnig laut, ich finde das irgendwie merkwürdig. Machen wir sie mal auf. Ich möchte 20 haben. Möchte 20. Ich möchte... Dann mache ich halt 18. Ich möchte keine ungerade Zahl. Einfach so ein Tick von mir. Ja, ich möchte an dieser Stelle mal sagen, warum, also,
Gut, die Druiden bei uns im Rollenspiel haben natürlich andere Beweggründe als diese seltsamen, verkappten, nichtssagenden, gesichtslosen, dämlichen Kack-Scheiß-Druiden. Aber, also bei uns jedenfalls, in meinem Horizont, ich gehe natürlich immer von diesem Rollenspiel aus, in dem wir schreiben, ist es so, dass die Druiden nur der Schöpfung Adanos dienen. Das heißt, das politische Geschehen, was draußen passiert, wer die Herren politisch jetzt dieses Landes sind, das ist ihnen vollkommen egal eigentlich, solange die Schöpfung erhalten bleibt, solange die Wälder erhalten bleiben, solange die Tiere nicht abgeschlachtet werden, solange ist es ihnen vollkommen egal, wer nominell dieses Land besitzt. Von daher ist es eigentlich überhaupt nicht druidisch, so zu denken, dass man die Druiden, dass man die Orks jetzt bekämpfen will, damit die Menschen wieder erstarken. Das ist denen eigentlich scheißegal. Ja. Ne wahr, kleines Wildschweini-Schweini? Zack. Stirb, Höllenbrut, arr. Wie ich auch öfter zu sagen pflege. Schließlich bin ich ein Held. Und Helden sagen das so, wenn sie Bestien bekämpfen. Siehe Simon the Sorcerer 2, worauf ich auch schon in der letzten Aufnahme verwies. So, ich wiederhole mich ein bisschen, ich weiß, aber das kommt vor, bei Gelegenheit passiert das eben mal. So, ich will mit euch jetzt aber mal hier drüben hingehen. Und zwar ist dort der Tempel, in dem haben wir uns noch gar nicht blicken lassen. Und dort gibt es ja noch einige Quests für die Ecke Trelis zu erledigen. Von daher wäre das jetzt wohl ganz ratsam. Außerdem müssen wir hier noch auf dem Bauernhof mal kurz, wenn uns das Spiel lässt. Und mal ein bisschen Rapport geben hier wegen Zerstörung und so. Steht die Kuh eigentlich schon immer hier? Ich dachte, die Kühe sind erst mit dem Add-on dann reingekommen. Naja, gut, egal. Ne, Muku? Oder haben wir auch Kühe? Nein, da hatten wir bloß Schweine platt gemacht. Ne, ja, auf diesem Bauernhof, der hier zwischen Ardea und Kapdun war damals. Ich glaube, da waren bloß Schweine und Hühner. Na gut, reden wir mal mit dem Kaputten. Der Druide Thorn hat diesen Bauernhof verwüstet und alle Bauern getötet. Diese Schweine. Ich habe mir schon sowas gedacht. Gute Arbeit. Hier ist etwas Gold. Ich hoffe, du hast Thorn dafür getötet. Nein. Schade. Dann werde ich das wohl selbst erledigen müssen. Mach das, ich bin nämlich nicht allzu scharf drauf. Hast du eine Nachricht für Torus? Sag ihm, dass von diesem Hof hier nichts mehr zu erwarten ist. Das war mal einer. Wird erledigt und damit kannst du dich ganz der Jagd auf nach Thorn widmen. Ja, ich will es nicht tun, weil... Muss nicht. Nix da, du Kackvieh. Ja. Du Kackvieh, habe ich gesagt. Was hält dir ein? Ich hasse Blutfliegen, ich hasse sie. So, ist denn jetzt Trelis? Dann gehe ich halt nochmal kurz nach Trelis. Während unser Leben davon rinnt. Ist jetzt auch Wurst. Wir können uns ja mal irgendwann wieder schlafen legen oder so. So, Trelis, Trelis, Trelis. Da drüben, glaube ich. Da ist ein Weg, da muss Trelis liegen. Oh mein Leben. Oh mein Leben. Nee, da ist bloß ein anderer Hof. Da muss Trelis da sein, genau. Hier waren wir jetzt schon gucken, oder? Ich guck noch mal kurz, dass es hier auch nichts gibt. Farmon. Oh, da war ja was. Du hattest recht. Hengler der Rebell hat dich tatsächlich bestohlen. Sag ich doch. Dieses faule Lumpenpack sollte man ausräuchern oder in die Minen schicken. Ach ja, der Mann. Lieblich wie eine Rose, die Stimme. Ansonsten gibt's aber nichts, wie es aussieht. Okay, dann können wir den Farmon auch mit seinen kleinen Sklaven in Ruhe lassen, mit seinen kleinen Sklavenfreunden. Mit seinen Halbnackten. Und dann gehen wir noch kurz zu Torus und dann, wie gesagt, nach Osten zum Tempel. Torus, Schneckilein. Laufe ich richtig? Moment. Nee, irgendwie nicht. Ich glaube, da muss ich lang. Torus, Schnuckiputzi. Ich komme. Hüpf. Hüpf. Ja, da liegt auch schon der tote Ogre als Beweis. Da ist unser Freund Torus. Na, mein kleiner Schokobär. Der Bauernhof im Westen ist verwüstet. Dort lebt keiner mehr. Wusste ich es doch. Ich kann nur hoffen, dass das ein Einzelfall bleibt. Andernfalls sind wir auf die Karawanen angewiesen. Und das wird teuer für Trelis. Oh ja. Dein Sold. Diese hinterlistigen Oger belästigen garantiert niemanden mehr.
Gut, eine Sorge weniger. Hier, dein Sold. Feine Sache, 1000 Gold und noch ein bisschen Erfahrung dazu. So gefällt mir das, so lässt sich's leben. Dann speichern wir mal wieder nach getaner Arbeit. Und wie gesagt, schon mehrmals jetzt, wir gehen nach Osten.